6. Oktober 2018 20.36 Uhr. Die deutschen Eishockey-Damen haben am Samstag gegen die Schweiz verloren. Die deutschen Eishockey-Frauen haben ihr zweites Länderspiel gegen die Schweiz verloren. 24 Stunden nach dem 4:0 gegen die Eidgenössinnen unterlag das Team des am Jahresende scheidenden Bundestrainers Benjamin Hinterstocker dem gleichen Gegner in Füssen mit 3:4, 0:1, 1:1, 2:2. Das Team des deutschen Eishockey-Bundes kämpfte sich nach einem 0:2 Rückstand zurück in die Partie und schaffte durch zwei Tore von Daria Gleisner sowie dem Treffer von Naomi Bär in der 53. Minute eine 3:2 Führung. Doch die Schweizerinnen konterten umgehend und machten den Sieg durch Phoebe Stenz, 54. und Rahel Enzler, 58. klar.